Leute und ein rechtes Willkommen zu der 14. Folge von Heavy Farmers. Ja, wir sind jetzt hier auf der Altkirche irgendwo hingegeben, auf dem Friedhof. Ups. Wir müssen jetzt hier irgendwo Stroh abladen. Da haben wir noch keinen Plan, wir müssen zwar der Hühnerfabrik anscheinend. Da merkt man, verschluckt sich erstmal beim Fahren. Man kennt's, würde ich sagen. Denkt man, dass ich da das Stroh einmal abladen muss, denke ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich denke es mal. Und alle hängen im Funk ab? Natürlich hänge ich im Funk ab, damit ich hier anschreien kann, wenn der Anhänger voll ist. Hupen. Hast du eine Hupe? Lufthorn. Hör ich nicht. Das ist komplett. So. Ja, ist noch ein bisschen Silage drin. Lufthorn, achso. Ist zur Dämpfung. Oh, soll ich den Scheu jetzt hier ab? Also Stroh muss ich vielleicht hier reinfahren. Beide, wir hatten da mal schicke Schilder irgendwo angebracht, wo Stroh reinkommt und hast du nicht gesehen. Ja, ich glaube auch. Alles so Lufthorn meinst du, oder was? Hat eigentlich irgendwer von euch noch Stroh zu viel? Ich glaube, die Schluckis haben noch Stroh auf dem Feld liegen. Soll ich mit dem kleinen Stall reinfahren? Da? Ja, muss da reinfahren. Ach. Wir haben aber auch noch Stroh, 730.000. So, 300.000 Liter würde ich noch kaufen. 300.000? Kommt natürlich auch im Preis an. Ja, jetzt kommt doch an, was du uns zahlst. Das heißt, das System, dass ein Blinker an ist? Ja, Blinker. Ach ja, Map. Achso. Ja, sag mal an den Preis. Jetzt mal ohne auf die Liste zu gucken, würde ich mal auf 20 Euro gehen. Das ist dann aber selbst der Abholer, wenn überhaupt. Nee. Aber der Witz war gut. Warte, ich guck gleich mal auf die Liste. 20 ich weiß, Euro. Dass ich Stroh gekauft habe für die Hälfte. Was? Von wem? Das war von Schluckis. Also ich könnte das Stroh in die BGA kippen, ach ne, geht ja nicht. Verdammte Axt. Ich glaube, von denen habe ich es für 10 gekriegt und das auch nur, weil sie unbedingt irgendwen unterbieten wollten. Ja, das ist so typisch. Das glaube ich. Ach ne, warte mal, da sind sie. Die sind bei 50. Also für 40 würde ich es abgeben. Warum ist das zu lesen? Oh, für 40, also Stroh, 1000. Der Landhandel verkauft Stroh anscheinend für 150 pro 1000 Liter. Nee. Ja, das ist halt Qualitätsstroh. 1A wahrscheinlich. Wo hast, Qualität das, oder so. Wo hast du das her? Die Angabe? Aus dem Internet. Aha. Was steht da für ein kleiner Satz? Das ist mal wieder so typisch, so schön im Kleingedruckter was reinschreiben, um die Leute zu verarschen, ne? Wieso Leute verarschen? Willst du dich doch rollen, oder was? Gebühr 200 Dollar ich will dich hier. Nicht rollen, du rollst von alleine. Das ist richtig. Nur weil ich dick bin. Nein. Oh Gott. Da wären wir jetzt hier auch noch unfreundlich. Ja, nee. Merke ich mir. Gasparagra wieder. Was haben wir noch? Kleingedruckt. Für viele verschiedene Tierarten fällt eine Gebühr, die gezahlt werden muss. Wie ja, fällt, ja eine Gebühr, so. Fällt eine Gebühr an? Nicht mal schreiben können die hier. Hühner sind gebührenfrei, Schweine kosten Gebühren 100 Euro, 100 Dollar pro Tier. Mach voll! Ja, ich muss, ich soll kleingedruckte Sachen lesen. Ich mache hier gerade den Sehtest beim Landhandel. Stehst du beim Augenarzt, beim Werksarzt, ärztlichen Dienst, Landhandel-Webseite. Lesen Sie! Uff. Oh Gott, ey. Aber Karl-Heinz für 40 würde ich nehmen. Ja. Ja, können wir abgeben. Wo soll das denn hin? Kann er abholen. In die Pelletfabrik. In die Pelletfabrik. Und wie viel sollen wir da hinbringen? 300.000. 300.000? Da braucht mir einer einen Storch, ey. Mit Senf. Jörg Wagner, hast du was zu tun? Nee, ne? Nö. Bin da mit dem kannst du Stroh zur Pelletfabrik fahren? Wo ist denn der Stroh bei uns eingelagert? Ich glaube, der ist beim Eierhof eingelagert, ne? Ach,
Gut, dass man wissen, wo die Pelletfabrik ist. Hilfe! Ich kenne mich nicht aus. Jetzt steht er ja da drunter umleuchten an. Pelletproduktion. Was machst du mit den Strohpellets? Pellets produzieren? Ja, was machst du mit den Pellets? Verkaufen? Ja, entweder gehen die in die Energieproduktion oder sie gehen in den Export, wenn irgendwann meine Lager überlaufen. Okay. Und dann verkaufst du sie statt an den Export an die ans LU, okay? Wenn ihr mir dann dasselbe bezahlt? Ja. Was kriegst du denn im Export? Im Export krieg ich aktuell, ich glaube, um die 180. Gut, wir zahlen dir, lass mich kurz gucken, 200. Für Strohpellets. Für Strohpellets. Notiere ich mir doch gleich mal, damit ich das nicht vergesse. Ja, warte, ich schreibe das auch in unsere, in die gute Liste vom LU ein. Irgendwo stand da was an Preise. Die schöne Liste vom LU, warum nicht? Da haben wir nämlich auch schon Mist reingeschrieben. Das waren die Schluckis, ne? Ich schreibe mir jetzt mal dahinter. 200 pro K. Mhm. So, und dann machen wir mal. Das war eine schöne Erfahrung, mal auf der Eike rumzuforschen in Oberbayern. Das ist was Neues. Hast du jetzt eigentlich die Pelletfabrik gefunden? Ja, die ist einmal bei der 101, 102, da oben habe ich das mal auf der Karte gesehen. Sei vielleicht gerade zum Strohlager oder zur Eierfabrik rüber. Dann tun wir Stroh wieder ab. Wie viel waren es? 300.000 Liter oder wie viel waren es? Ich habe nicht so viel. 300. Ja, genau, ist da oben bei der 101, genau, ist die Pelletproduktion. Das heißt 300. Kannst quasi vom Eierhof die Straße nach oben durchfahren, nimmst die erste am Kreisverkehr. Genau, beim Eierhof müsste das Stroh eingelagert sein, das ist ein Außensilo. Ja, ich sehe es gerade. Das heißt 300.000 Liter einmal pumpen lassen. Ja. Da hat der Karl-Heinz gleich wieder Dollarzeichen gesehen. So, Herr Kunze, ich bin voll. Ich meine, die BGA ist voll. Die restliche Silage kippt man in unserer Kartoffelhalle ab, ne? Jo, ab damit in die Lagerhalle. Wir machen nämlich Silagekartoffeln. Silage, ne? Silagekartoffeln machen wir. Apropos, wo ist eigentlich eure Azubine? Wie geht's unseren Schafen? Azubine, die wollte heute nicht kommen, aber wir können uns um die Schafe kümmern, das ist kein Problem. Ist das so schön bei euch? Ich habe heute keinen Bock. Naja, bleib heben. Nein, die hat heute mal was anderes. Ein freier Tag muss ja auch gegönnt sein, sonst. Komm, überleg mal, ich habe die letzten Male genug auf die Mütze von ihr gekriegt. Da kann sie auch mal einen Tag außer Haus. Also für wen ist das jetzt eher der freie Tag? Ja, für mich, okay. Nächste Woche können wir hier Silo auch fertig betonieren. Was haben wir denn da? Stroh. Wir haben nur noch 376.000 im Lager. Hey, Mann. Ja, wir müssen irgendwo noch was im Lager haben. Bin wahrscheinlich beim LU. Ich muss jetzt bloß gucken. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir noch Zuckerrüben oder so? Nee, ne? Schale verbraucht meines Wissens. Machst du ein Tor auf oder was? Nee, jo. Das ist am zweiten. Das ist da durch und dann einfach rechts da durch. Wo soll ich reinfahren? 1, 2 oder 3. Oh Gott. So. Nimmst du 4 und hast du Bier. Warte mal, muss ich ja noch. Halt! Ah. Dann mache ich mal auf den Weg zur Pelletfabrik. Mit 53.000. Warte! Aber mich anrufen, ne? So, passt das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Der klippt doch, ne, oder? Ja, das müsste aber passen. Ja, passt. Kannst ja zu so noch weiter zurückfahren. Nö. Doch. Ja, möglich immer nicht. Ach so. Na gut, dass wir drüber geredet haben.
Nein, doch. Oh. So, wollen wir nochmal gucken, haben wir noch Rüben drin in der Halle? Weißt du das rein zufällig? Ich hab gerade geguckt, sind keine mehr drin. Wollt ihr welche kaufen? Seid dein Geld noch? Was bezahlst du denn? Ja, was bezahlst du? Willst du nun nicht. Aber wir würden Rüben nehmen. Das ist schön. Oh Mist, der passt nicht drunter. Schon wieder eine Schramanen-Anhänger gemacht. Wollt ihr jetzt noch vom Winter Geld scheffeln oder warum seid ihr so auf Rüben? Nein, nö, wir sind doch gerade, also wenn ich. Nö. Oh, nö, also, nö, nö, aber nö. Ja. Erinnere mich dran, wenn ich mein Zeug vor Gericht brauche, ich frage mich nicht. Wie, mit dem Tagesbild unglaubwürdig oder was? Warte, ihr sucht jetzt zur Zahlzeit mit ihm zusammen. Ja, aber nö, aber ja, nö. Ich sehe, wie es aussieht, aber. Jetzt gerade wieder an Mittelbütten denken. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Aber tatsächlich war das anders. Weiß es was? Hey, Kursi. Ah, das ist ja nicht. Nein, es geht ja nur darum, selbstverständlich würden wir das mitnehmen, was wir mitnehmen können. Also, wir machen damit ja Geld, also ist ja. Also, wenn du uns Rüben verkaufst, nehmen wir selbstverständlich welche. Aber wir müssen jetzt erstmal 300.000 Stroh zur Pelletbude bringen. Ja, schreibst du dir auf, wie viel du da hinbringst? Die Halle hierher. Ja. Welche Halle? Die stand da schon. Wie viel hast du jetzt mitgenommen? 53 Kubik gerade. Wie viel? 53 Kubik. 53. 53.000, das ist komplett ein Hänger voll gemacht. Ich weiß nicht, wie viel 53 Kubik sind. Kurze Frage. Braucht die Spinnerei noch Baumwolle? Aber warte. Hier liegt immer noch so ein Ball in der Halle rum. Ich glaube nicht, dass pauschal wir da würde ich sagen, immer die Frage ist, ob gerade so viel zu ist. Warte, Spinnerei. Die braucht auf jeden Fall Schafswolle. Braucht Frühling. Baumwolle noch nicht ganz, fehlt noch was. Aber nee, Schafswolle müsste noch oben am Platz stehen. Die werde ich als erstes holen und dann kümmere ich mich um Wasser. Der Dylan Hunt sagt ihm auch irgendwas mit Wasser mit Papierfabrik oder so, kann das sein? Ich schau nochmal gerade nach, aber ich meine ja. Sagte ich dir. Oder du. Oder wer auch immer. Weil der Hunt rief mich an vor einem Raum. Ja, die Raum Papierfabrik Zeitraum. Ist trocken. Gut, aber die Kümmerfabrik ist auch trocken, also von daher. Kümmer mich. Es gab einen Fremdfahrer, der hieß auch Hunt, ne? Oder? Hans, was gab's? Was? Ein Fendfahrer? Ein Hand? Nein, es gab doch früher mal einen Rennfahrer, der hieß auch Hand. Rennfahrer? Oder? Ja, bei Hans verstanden, jawohl. Ja, Fendfahrer verstanden. Achso, und nur nebenbei, wer will, kann in die Whisky-Brennerei kommen, sich das Spektakel mal anschauen. Die ersten Lieder sind schon fertig. Der edle Bandscotch. Wie viel Minuten hat er denn gelagert? Ey, du hast auch immer was zu meckern, oder? Ich weiß, so ist es wie jetzt, glaube ich, nur Moonshiner, oder? Ist doch real. Hauptsache es ballert. Ballern. Whisky 2019 GmbH GmbH. Was? Steht auf dem Pass. Läuft. So, bin ich fällt Etiketten in dem Laden? Krass, das zeige ich an. Gut, jetzt mich anzeigst, zeige ich dich an. Weil du wegen Anzeige mich anzeigst. Warte, ich komme mal zu dir rüber. Dann werde ich mich aber kundig mal machen wegen Anzeige gegen Anzeige, wegen einer Anzeige oder so. Wir sind eh nachher noch reden. Ich habe ich den Abladetrigger auch nicht im. Herr Smart. Ja? Oh, ja. Oh,
Geht um ein ganz wichtiges Thema. Ich höre. Achso. Mhm. Brauche eine Baugenehmigung. Oh, abgelehnt. Gut. Nein. Baugenehmigung haben wir gesagt, ist doch safe. Ach so. Diese nachträgliche Baugenehmigung? Ja, davon weiß ja jetzt keiner was. Ich brauche eine fürs Haus, weil sonst heult mir bei die weiterhin der Unfall. Okay. Habt ihr einfach schon mal gefunden. Ja. So, ich habe übrigens einen Mod-Vorschlag eingereicht nebenbei, oder? Habe ich den schon eingereicht? Abgelehnt. Muss nochmal gucken. Abgelehnt. Ich lehne dir auch gleich was ab. Was hat der Herr Smart denn jetzt vor? Gut, dann hole ich Mist ab bei den Schluckis. Wie sieht denn das hier aus, LU? Wann kriege ich mal meine Felder gedüngt? Mit was? Weiß ich nicht, ist mir egal. Oh, hier ist da Flusswasser drin. War unser Fass eigentlich schon immer blau? Nee. Ich hatte noch Farbe über vom Container anmalen. Wollte ich doch sagen, das war eigentlich schwarz, oder? Ja, ich hatte halt einen Streichwahn. So, alles klar. Ronny, deine Zuckerfabrik braucht auch nur noch Wasser. Yay, du musst uns ja noch Geld überweisen. Ja, Wasser gibt's nicht. Wie viel kriegst du? Ja, sind raus. 19,3. Danke. So, ich muss mal gucken. Nächste links. Ja, ich glaube da vorne, wo du bist, irgendwo. Ja, schön am Hauseck erstmal versuchen, dahin zu kommen. Meine To-Do-Liste steht gar nichts vom Felderdüngen. So, dort nehme ich das Ganze sogar als Ballen, sehe ich hier gerade. Ich hätte ja auch mit dir gesprochen, da hieß es ja, wenn wir Zeit haben. Ja, jetzt schau ich mal. Achso, haben wir nicht. Nö. Habe ich doch noch nicht aufschreiben. Ach, hier, halt kein Geld, okay. Ja, mach dir mal die Klappe auf, vielleicht ist es dann einfacher. Na, jetzt kann ich hups. Na gut, man muss sich erstmal hier an die Technik gewöhnen. Bin ja nicht gewöhnt hier zu sein. Also für die ersten 53 Kubik komme ich schon mal rein. Aber wenn ich es richtig sehe, Feld 38. Ah, jetzt siehst du. Haben wir so, Feld 38 ist Elefantengras drauf. Kann das sein, dass der To-Do-Liste nicht so ganz aktuell ist, die ich hier vor mir habe? Keine Ahnung. Oh, das letzte ist Feld 99 Pappeln ernten. Das stand bei dir ja auch drin. Und das ist ja passiert. Das haben sie sich ja selber gemacht. Die machen es. Ja, richtig. Ich wusste schon, was du sagen wolltest. Karl-Heinz, bringst du auch noch ein bisschen Wasser in der Pelletfabrik vorbei? Ja, normales Wasser. Ja. Nichts Spezielles, Fancyes. Einfach nur Wasser. Geht auch Flusswasser? Nee. Wenn wir die Strohpellets haben wollen, dann sollten wir auch astreine 1A-Qualität abliefern, oder? Da. Ich muss mal gleich gucken, wie viel am Wasserwerk vorhanden ist. Ich muss ja irgendwann auch mal noch einen Tankanhänger zulegen, weil ich habe hier sogar einen Lagertank für Wasser. Ja gut, aber der Weg zwischen Pelletfabrik und Wasserwerk ist nicht weit, ne? Dann musst du mal Bescheid sagen, dann nimmst du mal unseren Anhänger. Weil da brauchst du ja nur, das ist ja echt eine super kurze Strecke, da mal hin und her zu fahren. Braucht deine Papierfabrik auch Stroh oder weiter verkehrt? Steht immer noch das Schild vom Landhandel, das ist ja furchtbar, das muss weg. Am Wasserwerk, das geht so nicht. Meckert doch nicht rum. Ja, die braucht auch Stroh, die hat aber auch noch Stroh. Ach so, wollen wir mal gucken, wie viel Wasser da ist. Aber das Stroh für die Papierfabrik zahlt die Gemeinde. 32.000 Liter Wasser sind da. Hier links, also muss ich
Wolltest du erstmal die anderen Sachen versorgen? 25 habe ich noch hier. Du, es kommt jetzt gleich regelmäßig Wasser rein, also alles gut. Eine Unschlafstoffweite muss ich fahren. Ja, die Zuckerfabrik muss aber erstmal laufen, damit ich Melasse kriege, damit das hier überhaupt arbeiten kann. Geht nicht schon Wasser? Ja, du kannst ja Wasser abholen. Habt ihr? Der trinkt gerade mit. Wieso wir? Brauchst du Trinkwasser? Ich brauche Trinkwasser. Warte. Brauchst du für die Whisky-Produktion, ne? Aber ich glaube auch, ich brauche Trinkwasser für. Ja, Trinkwasser habe ich 64.000, da kannst du zwei Anhänger von wegholen. Wieso eigentlich? Ja, Zucker und das ist Gemeinde. Was ist Gemeinde? Ist das Wasser nicht Gemeinde? Ah, was mache ich da für Scheiße? Ja, ist doch, ja, sicherlich ist das Wasser Gemeinde. Weil Roy dich die ganze Zeit fragt, als wenn dir das Wasser gehört. Hä? Okay. Hab ich doch gar nicht. Na doch, so hört sich das an, als du gefragt hast. Hast du noch Wasser? Im Kopf? Boah, aber die Frage. In die Beine. An... In die Beine? Da weiß ich ja auch nicht an die Beine, da weißt du. Ach, Mann. Dass ich mir das dabei Bedarf wegholen kann. Sollte ich mir das vielleicht mal da angucken. Das ist Qualitätsmist von den Schluckis. Der ist schwer. Ja. Hier ist gerade irgendwie ein kleines Silo aufgeploppt. Ich weiß nicht, du siehst immer irgendwelche Dinge. Ich weiß ja nicht, was du zu dir nimmst, ne? Aber. Junge. Du bist eindeutig zu oft im Wald. Dein Mikrofon hat sich alleine vor allem. So, ich muss mal kurz gucken, ob das jetzt richtig war. Ja, vorsichtig, sonst fahre ich die überlaufen. Ich will nur mal gucken, ob das jetzt noch das Richtige war. Yes! Yes, we can? Ja, yes, we can. Ich muss das einmal andersrum fahren. Rückwärts rangieren wird sonst nichts. Ja, ich habe ein bisschen getrickst, aber damit wir unser Wasserproblem schnell lösen können. Also, ich will ja gerne länger hier geblieben, aber mein Zug geht demnächst wieder nach Oberrhein zurück, deshalb ich muss jetzt. Dann bin ich gleich zum Bahnhof wieder rüber. Deshalb, ja. Ich muss mich ja noch drüber um ein paar Sachen dann noch kümmern. Ich muss mich auch langsam drauf vorbereiten. Deshalb, alles klar. Jetzt muss ich schon ein also, eine Tour hast du jetzt gefahren, ne? Eine Tour. Schön, dass du da warst. Du bist. Jo, 53 Kubik sind einmal abgeliefert. Ich alles klar. Eine Tour Stroh hast du. Jo. Lass uns das mal notieren, das müssen wir dann mal abrechnen, ne? Ja, bin ich ja gerade bei. Ich fahre gerade meinen Dräger zurück zum LU-Hof. Direkt auf dem Weg zum LU-Hof und danach schaue ich, dass ich noch den Zug noch erwische. Ich organisiere erstmal gerade Wasser. Ja. Alles klar, nimmst du ein Taxi oder soll ich rumfahren? Ja, na gut, dann nehme ich rumfahren, weil ich will ungern den Dräger gerade oder ungern zu Fuß hinlatschen. Ja, ich bin gerade in der Stadt, ich komme zum LU runter. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht hier auf der jo. Ecke. Als Milch gering verdiener. Alles klar. Ich wünsche dir noch was. Alles klar. Tschüss. Ja, ich war noch hier drin. Ist was los. Ja. Ich fahre einen Träger zum LU, dann gehe ich bald zum Bahnhof und dann bin ich erst weg komplett. Dann hören wir uns auch bei Funk ein wenig. Und ich. Alles klar, ciao. So, guck mal, 100.000 sind schon gleich wieder an Flusswasser drin. Was bekommt die Gemeinde für Dings? Du, ich hab keinen. Bisschen Bums.
Ich habe keine Ahnung, das ist ja geringfügig, ne? Ich weiß nicht, was wir da nehmen. Müssen wir uns mal absprechen. Kannst du ja, lass dir was einfallen, ich habe keine Ahnung. Fünf Mark. Ja, letzten Endes, jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja, ne? Keine Ahnung, wir nehmen 10 Euro pro 1000 Liter. Ist ja immer noch billig, oder? Ja, letzten Endes gucke, das ist doch jetzt egal. Also theoretisch geht es auch. Die Spritpreise. 10 Euro pro für 1000 Liter. So. Oh. Jetzt häng ich gerade im Tor fest. Ne? So, jetzt ist es irgendwie noch zum Fahren. Ah. Auf die Huschebahn. Geil. Du, steig ein. So, jo. Danke auf jeden Fall, dass du mich erst wieder mitnimmst, zurück zum Anruf. Ach ja. Naja. Ah, irgendjemand hat den Channel verlassen. Bevor du deinen Bus noch verpasst oder den Zug vielmehr. Ja. Oberbein muss ja auch noch versorgt werden mit einem LU, also. Ja, ich hätte gerne länger geblieben, aber halt die Arbeit ruft ja dann wieder auf der Oberbayern. Aber es macht auf jeden Fall Spaß hier zu arbeiten. Immer wieder. Ja, bist schön. Immer herzlich willkommen bei uns in der Zweigstelle. Jo. Mal schauen, was auf mich jetzt noch zukommt, jetzt auf der Oberbayern. Da bin ich echt mal gespannt, was auf mich dazu kommt jetzt. Na, hoffentlich jede Menge Arbeit und viel Geld. Das auf jeden Fall. Wenn die Bauern mich dann bestellen, dann komme ich natürlich direkt her. So, wer braucht denn nochmal reines Wasser jetzt? Normales Wasser zur Pelletfabrik. Genau, ich brauche aber auch welches bei der Spinnerei. Papierfabrik war das, richtig? Whisky. Ja. Whisky braucht auch Trinkwasser. Trinkwasser? Nee, ich rede von ganz normal von Wasser. Achso. Was mit deiner Raffinerie? Wegen Zucker-Dings? Die braucht Trinkwasser. Okay. Die braucht auch Trinkwasser. Ich habe jetzt 200.000 Liter Buswasser im Tank, das sollte ja reichen erstmal. So, theoretisch. Meinst du nicht 2 Millionen? Nee, 200.000 Liter habe ich erstmal drin. Müsstest du hier vorne jetzt gleich auf den Bahnhof kommen? Jo. Dann danke ich dir, dass du mir jetzt mal gefahren hast. Das ist Teil voll. Und. Oh, da nicht für. Aber wie lange soll ich denn da jetzt stehen? Dann alle im Funk, auf Wiedersehen, bis demnächst mal würde ich sagen. Dann ciao, ciao. Mario, tschüss. Tschüss, tschüss. Vierte, bis bald. So, und das war's auch mit meiner Folge jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo und das andere Zeugs, ihr wisst ja, meine Standardsachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Euer Blablabla. Ciao, ciao.